Du bist ja auch schon mal in Amerika geritten auf dem Turnier. Wie war das so? Kannst du das ein bisschen erklären? Ja, also eigentlich war es komplett anders und doch komplett gleich. Also okay. tatsächlich ist es, wenn man es jetzt so die Shows vergleicht, ziemlich ähnlich. Also es ist nicht mehr so, dass die so krass auseinandergehen, wie es früher mal war, dass so Amerika das krasse letzte, also das Nonplusultra war und wir reiten 100 Jahre hinterher. Also so ist es tatsächlich nicht mehr. Wir haben auch ähnliche Pattern. Also drüben baut ja auch der Tim Kimura die Trails für die World Show zum Beispiel. Jetzt in dem Fall war es ja World Show. Und bei uns Aachen zum Beispiel baut er die auch. Und ich habe es mal verglichen, das waren der, ich glaube, vor ein paar Jahren der Amateur-Trail Vorlauf von der World Show war bei uns der Senior Trail Finale und das ist schon ähnlich vom Niveau gewesen. Also und das, wir haben mittlerweile auch wirklich richtig gute Reiter, die sehr gut Trail reiten können, richtig gute Trailpferde. Da ist es schon ähnlich so von dem, was liegt und von dem, was man fühlt, sage ich mal. Natürlich ist es ganz anders, weil du sagst, wow, ich reite jetzt World Show, das ist total abgefahren. Und in Amerika und überhaupt und es ist ganz anders, aber eigentlich ist es doch ganz gleich. Also die Patterns sind genauso aufgebaut. Du weißt, welche, also du hast, es gab kein Hindernis, wo man nicht schon mal irgendwie geritten hat, Gott sei Dank, weil es halt einfach, wenn es der gleiche Designer macht, ist es auch gleich. Aber natürlich ist es voll was Besonderes und voll speziell, wenn du sagst, okay, krass, ich habe es jetzt geschafft, ich darf World Show schon, voll verrückt.